Mattea 22, ich trinke jeden Tag Selleriesaft und ich hasse es. Ich bin Benny 30 und ich bin wie Sahne, ich lasse mich gern steif schlagen. Ich bin Julian 23 und ich bin Bennys Groupie, von dem man nicht reden will. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, eurem Lieblingsformat im Internet. Heute wieder mit zwei grandiosen Gästen, zu meiner Linken der Wildcard-Gewinner, Julian! Und zu meiner Rechten, Mattea! Ich! Julian, du bist ein Wildcard-Gewinner. Wie hast du es geschafft? Wieso stehst du hier? Was hast du getan? Ja, ich habe einen lustigen Kommentar geschrieben und wir spielen das Spiel zu Hause immer als Trinkspiel. Und trinkst du immer viel? Bist du dann eher auf der Verliererseite oder auf der Gewinnerseite? Ich würde schon sagen, ich verteile die meisten Stücke. Aber wow, das sehen wir gleich. Demo fucker! Just play hard, man! Kommen wir zu meiner Rechten, zu Mattea. Mattea, du bist ein absoluter Weltstar. Du bist die neue Falco. Die neue Falco? Du bist die neue Falco. Das ist lieb von dir. Bist du Fan vom Erkennst du den Song? Du hast gesagt, du hast schon viele Formate, viele Folgen gesehen. Hast du dich vorbereiten können? Ich habe vorher noch 5 Folgen angesehen und ich hoffe, dass ich bestens vorbereitet. Was ist dein Lieblingsgenre? Was hörst du so privat? Tatsächlich Deutschrap. Ah, ich gar nicht. Das war Gimme, Gimme, Gimme von ABBA. Fängt schon sehr gut an, oder? Was meint ihr? Julian, du bist aus Münster, habe ich mir aufschreiben lassen. Ja. Was gibt's so Tolles in Münster? Es gibt doch so diese Lambertuskirche, gibt's da, oder? Die gibt es. Und da ist, glaube ich, so ein Käfig, wo Menschen früher drin gefoltert wurden, oder? Tatsächlich, ja. Okay. Weißt du mehr oder war's das? Nee, das wurde mir auch nur erzählt. Mattea, trinkst du gern Bier? Lecker Bierchen mal ab und zu? Ganz ehrlich? Mhm. Nee. Was trinkst du sonst? Ein Sekt oder ein Piccolo? Wein. Was für ein Wein? Weißwein auf Eis? Weißwein, gelber Muscatella. Was ist das denn? Kennt ihr eine Krankheit? Runde 2. Oh! Sean Paul, She Doesn't Mind. Oh nein. Ich hasse jedes Lied von Sean Paul. Oh nee, ist geil. Aber der hört sich das jetzt auch geil. Findest du es geil? Voll. Ja, ich kenne niemanden, der Sean Paul auch nicht mag. Ich bin, glaube ich, mit Dennis der Einzige, der Sean Paul hasst. Julian, du hast was mitgebracht, ein tolles Wildcard-Geschenk. Ich habe euch ein paar Enten. Ach, das ist ja klasse. Für also Fahrräder mitgenommen. Hört mal her. Das ist eure neue Klingel. Wow, das hört sich doch super an. Vielen Dank für die tollen Geschenke. Nice. Auch toll mit den Goldketten und so, das ist klasse. Mattea, ich hab's ja schon angekündigt, du bist extrem erfolgreich. Ich hab's mir auch geschrieben. Über deine Debüt-Single 2-mal wurde über 25 Millionen Mal gestreamt. Man sieht sich immer 2-mal und mir wär lieber kein Mal mehr. Man sieht sich immer 2-mal. Was ist das für ein Gefühl, Mattea? Erzähl's mir. Krass. Aber du hast auch schon in einigen Interviews gesagt, dass es natürlich auch eine sehr schwierig ist, danach noch einen Hit zu landen. Weil das ist ja natürlich, wenn man so einen Top-Hit macht, dann kann man schnell zum One-Hit-Wonder werden. Das ist bei dir nicht der Fall. Du hast ganz viele tolle Hits. Dankeschön. Das heißt, du musst talentiert sein. Das ist der Beweis. Wenn man mehrere Sachen abliefert, dann ist man Fame und gut. Das ist sehr lieb. Oder nicht, Julian? Absolut richtig. Oder lüge ich? Nie. Habe ich noch nie gehört. Ihr? Ich auch nicht. Ja, schon. Du studierst Medizin und du willst vielleicht Psychiater werden? Ja, willst kann du gut sein. Wow, ihr seid gut informiert. Na sicher, wir haben überall unsere Spione. Das heißt, du willst in Menschen herumdoktoren? Ja, das ist der Plan. Im Kopf drinne. Okay, das heißt, wenn ich irgendwann mal abstürze, kannst du mich heilen. Dann rufst du mich einfach an und wir machen eine Session. Berlin ist ein Battlefield, heute ist Fight Night. Simba Battlefield.
Freestyle. Okay, krass. Die wollen bei der Mafia ein Praktikum. Auf dem Team Medikus wird das Kammel durch. Und nimmt die Hand und fragt die Falsche. Grüße geht raus an meine Jungs aus Münster. Damn, geiler Song. Oh mein Gott. Also ich kenne den Songtitel. Ja, reicht nicht. Aber das reicht nicht. Chan Chan von irgendwas. Buena Vista Social Club? Ja! Ansauer! Ich fühle mich so ungebildet, weil ich das gar nicht, den Song gar nicht kenne. Ich habe mal Salsa getanzt. Ich liebe diesen Song. Du hast Salsa getanzt? Ja. Kannst du ein paar Moves machen? Nee, bitte nicht. So ein bisschen so, geht das? Hast du schon mal Drogen verkauft, Julian? Noch nicht. Schon mal gekauft? Boah, das verrate ich dir nicht. Okay. Und du, Mattea, schon mal Drogen gekauft? Nee. Verkauft? Nee. Hergestellt? Auch nicht. Das ist ja. Hast du eine Menge To-Dos dieses Jahr auf jeden Fall. Weil ich aussehe wie Robocop, hab ich dein Zwischenfans. Kaufe Klicks bei Rata. Und bin eins in den Trends. Beinchen, Beinchen, ich stelle ein Bein. CEO, Beinchen. Beinchen, Beinchen. Sio ist auch ein cooler Typ. Kennt man Sio in Österreich? Nee. Aber den Song hast du schon mal gehört? Nee. Aber ich gebe hier voll an, ich bin der größte Deutschrap-Fan. Und du erkennst eigentlich nur Salsa-Lieder und das ist nur halt. Wie viele Punkte? Du hast immer noch null, ne? Ich habe immer noch null. Oh, oh. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Ich weiß das leider. Es tut mir leid, wenn ich nach Hause gehe. Annette Louisian, Bungalow. Das ist ein Cover. Das ist ein Cover, ja. Von Bilderbuch. Von Bilderbuch, ja. Das war der Wink, weil du ja Österreicherin bist. Oh. Bist du eigentlich in Österreich so extrem, extrem fame? Kannst du noch auf die Straße laufen, ohne angesprochen zu werden? Nicht oft. Mit Maske leichter, aber... Nervt das nicht irgendwann mal? Nee. Hotel California, The Eagles. Mattea, auf was können wir uns freuen 2021, musikalisch? Auf ganz viel neue Musik. Geil. Mein zweites Album kommt auf jeden Fall. Und hoffentlich vielleicht eine Tour, das wäre geil. Also da würde ich mich auch freuen. Da muss sogar ich klatschen. Ich habe eine lustige Geschichte gehört. Und zwar bist du mal über einen Monitor geknallt, auf einer Bühne, bist du rübergefallen. Da gibt's auch ein Meme. Wo hast du denn das ausgegraben? Ich habe zwei Interviews geguckt und da war das war zweimal Thema, dass du da rübergeknallt bist. Ich habe sogar das Video gesehen, wir können es kurz einblenden. Oh mein Gott. Was ging dir da durch den Kopf, als du nach vorne gekippt bist? Fuck. Ja? Und weißt du, was davor passiert ist? Das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ich bin, also es war so ein Heimspiel, meine erste Show in Wien, meine erste Headliner-Show. Und ich war so mega aufgeregt und ich hatte so ein In-Ear. Und in dem Moment, als ich auf die Bühne gelaufen bin, hat sich das ausgesteckt. Ich habe also nichts mehr gehört und war schon so, oh mein Gott, fuck, ich blamiere mich hier gerade voll. Und in dem Moment, wo ich mir das dachte, bin ich dann über den Monitor Alicia Keys, This Girl's on Fire. Julian, darfst du dir Ananas holen? An dieser Stelle einmal ein fettes Dankeschön an Jerome, der mich hier hingefahren hat, weil mein Auto stehen geblieben ist. Sag mal, Junge! Jerome! Julian gewinnt, erkennst du den Song? Start! Komm wieder zu uns. Mattea, du hast zwar keinen Punkt gemacht, aber trotzdem gehst du in die Geschichte ein. Als erster prominente Gast ohne Punkt! Aber zu deiner Verteidigung, ich war heute extrem schnell, ich war gut drauf durch das Koks und Julian war auch extrem gut drauf heute. Deswegen, das war jetzt auch nicht schlimm, dass du verloren hast. Wenigstens 0 Punkte. Ein Punkt wäre so Loser gewesen, aber 0 Punkte. Voll, ich finde es eigentlich ganz geil jetzt. So. Leute, nur gute Kommentare für die liebe Mattea. Ich finde, du hast dich trotzdem gut geschlagen. Dankeschön. Du hast alles rausgeholt, was man rausholen kann. Oder nicht, Julian? Lüge ich? Nein, auf gar keinen Fall.
Liebe Freunde, wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet an Julians Stelle stehen, dann schreibt jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare, eine tolle Begründung, warum ihr hier stehen wollt. Und was für ein tolles Geschenk bringt ihr uns denn hier mit? Schreibt es in die Kommentare, Daumen nach oben. Oben gibt es Sounds Off mit Bowser und unten gibt es die letzte Folge, erkennst du den Song? Auf jeden Fall reinziehen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben. Wir drei, wir gehen jetzt Sahne schlagen. Auf weltweit Wiedersehen und Farewell!